Wir sind wieder auf der Ehrenrunde unterwegs. Ich renne mal so lange, wie es geht, stimmlich. Ja. Das klingt jetzt schon super. Das klingt schon super. Wobei, es ist nicht so schlimm, weil wir haben heute einen Gast, der eigentlich von selber redet. Achtung, arbeiten! Ja! Ja! Hoi! Das ist nicht normal! Herzlich willkommen, Hans-Peter Latour. Guten Abend miteinander. Wir freuen uns extrem, dass wir dich hier haben, dass wir dürfen mit dir 45 Minuten lang quasi eine Halbzeit verbringen. Und wir haben vorher kurz nachgeschaut. Es ist jetzt ein bisschen mehr als 10 Jahre her, seit du bei GC deine letzte Trainerstation gehabt hast. Und wir finden, das reicht jetzt langsam für ein Sabbatical. Hat es dich nie mehr gereizt? Ja, der Reiz, das Interesse am Fußball ist immer noch da, aber aus Distanz. Aber so wirklich gereizt hat es mich nicht, weil ich eben andere Leidenschaften entdeckt habe, die mich fasziniert, die ich aber genau gleich mache. Einfach ein bisschen leisliger, sonst fliegen wir die Vögel davon. Genau, man muss sagen, der Budi kommt direkt aus dem Garten. Also, du bist schon unterwegs da für ein Fernsehprojekt, wo er einen Garten biodivers umbaut. Das ist jetzt so dein ganz grosses Hobby geworden, oder? Ja, das ist, weißt du, gerade richtig. Biodiversität, was da so alles. Menschen gehören ja dazu. Also ich tue nachher gerne mit den Leuten reden, aber beobachte vor allem eben die Natur, Tiere, erzählen darüber und machen mir Gedanken darüber und probieren da auf die Art ein bisschen zu wirken, nicht zu missionieren. Aber ich habe einfach Freude daran. Wer ist einfacher zu handeln, die Vögel oder die Fußballer? Ja, also, es ist noch eine schwierige Frage. Weil ich bin schon mehr gefragt worden. Sie haben gesagt, ja, du hast jetzt Vögel fotografiert. Dann sagen ja, ja, du Vögel fotografiert. Bundesliga-Trainer wirst du noch gerade ein. Ich gehe mal Vögel fotografieren. Da kommst du auf die Wenn es gut was machen, ist beides anspruchsvoll. Und auch aber beides faszinierend. Und auch Fußballer sind manchmal komische Vögel. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob du nur einen ansprichst oder auch nein, ein paar. Ja, nein, das ist ja so. Ja, aber Trainer selber auch. Ich bin manchmal schon ein Vogel da, der vergisst zu landen. Wir haben das auch, gerade auf dem Hinweg haben wir gesagt, du bist so ein grundehrlicher Mensch mit so wirklich ja, menschlichen Zeugen, wie es im Fußballbusiness eigentlich selber gibt. Bist du nicht komplett am falschen Ort gewesen? Nein, ich bin eigentlich noch gut gefahren. Weißt du, ich habe immer gesagt, in den 90ern haben sie immer gesagt, ja, du bist ein bisschen ein verrückter Keib und so. Und alles. Gibt doch noch Wichtigeres als der Fußball. Da habe ich immer gesagt, die haben hundertprozentig recht, aber nicht in den 90 Minuten Nachspielzeit. Da haben wir den Match gewinnen, da hat nichts anderes Platz. Nachher, sobald abpfiffen ist, können wir über alles reden miteinander und der ist durch. Ja. Und der bin ich vielleicht ein bisschen anders gewesen, so, als andere Trainer. So. Ja, dazwischen gut. Es war vielleicht auch ein bisschen altersbedingt gewesen, gegen Schluss können über der Sache stehen. Aber was wahnsinnig ist, was uns so eben beeindruckt, man sieht dich, man kennt dich vielleicht 5 Minuten und man hat das Gefühl, also man fühlt sich gerade wohl in deiner Gesellschaft, man fühlt sich auch gerade ernst genommen sofort und dann trifft man andere Leute aus dem Fußballbusiness und hat so das Gefühl, die lügen mir jetzt vor der gerade ins Gesicht. Die lügen mir gerade gerade ins Gesicht. Es geht viel um ganz viel Geld im Fußball und da hat man dann so das Gefühl, der Hans-Peter Latour, der ist wie so ein passt nicht so in die Fußballwelt rein, aber du bist so gut gefahren mit dem. Ist vielleicht genau das dein Geheimnis gewesen? Vielleicht hat mich das von anderen unterschieden, aber ich will mich überhaupt nicht besser machen als andere. Aber ich einfach immer, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, das klingt vielleicht auch blöd, habe ich immer gesagt, es ist schon schön, gibt's mich. Wow! Nein! Das klingt, aber das mache ich noch heute. Ich bin dankbar, dass mir das Leben geschenkt wurde. Und habe ein riesen Glück im Leben. Ich bin eigentlich wirklich, das darf ich sagen, vor schwierigen Schicksalsschlägen bin ich bis jetzt verschont geblieben, auch mein engstes Umfeld. Darum sage ich immer allen, es ist wunderbar, wenn es einem gut geht, aber vergessen ja nicht die Leute, denen es noch ein bisschen weniger gut geht. Und da kann man auch einmal machen. Da bin ich halt auch dabei. Und so, ich habe wirklich so banal, dass das da Freude im Leben und das kommt in manchem zum Ausdruck. Und ich finde, das sollte eigentlich jeder Mensch haben. Das ist ein grosses Geschenk, das es nicht gibt. Ja, du hast wirklich eigentlich an praktisch allem im Leben Freude. Außer etwas, das stört dich. Stichwort Make Love Not War.
Der Wahn, mit dem kannst du dich nicht anfreunden, gell? Nein, das muss ich jetzt sagen, das ist eine fürchterliche Sache, oder? Also, ich muss sagen, für den Videoassistent, oder? Ja, ja, natürlich. Es ist eben nicht wahr. Es ist dass der Fußball gerechter wird. Das glaube ich gar nicht. Und ich rede ja jetzt aus Distanz. Und so. Aber ich bin in seiner Zeit, wo das ist aufgekommen, hat man schon davon geredet, da bin ich eigentlich mehr die Coaches Challenge. Das wäre etwas. Erstens, Torlinienkamera bin ich dafür. Das soll klar sein, ist er dahin oder nicht dahinter, meinetwegen so. Das gibt doch keine grosse Sache. Und nachher sollte jeder Coach, wenn er einiges Gefühl hat, jetzt bin ich benachteiligt worden, sollte er intervenieren können. Dann schaut man das vor Ort im Video an, gerade das Schiedsrichter-Trio, das dort ist. Und heute ist ja noch ein Vierter dabei. Also wenn man schaut, 8 Augen auf diesem Bildschirm, die sehen, ob sich der Chef täuscht hat oder nicht. Ja. Wenn er sich täuscht hat, nimmt er den Entscheid zurück. Wenn er sagt, das ist ein Zweifelsfall oder ich sehe doch hinter mir sein, dann ist das zu akzeptieren. Dann läuft das Spiel weitergeht, relativ rasch. Der Gegner ist Trainer, hat auch die Möglichkeit, dann ist die Sache durch. Aber jetzt das Theater, die haben schon das Goal geschossen, die haben schon gejubelt, alles ist bereit zum Abend. Nachher auf das Mal kommt das Zeichen da, oder? Wollen wir wissen, was? Das ist nicht der Bilderrahmen, oder? Der muss da säckeln und schauen. Und nachher ist noch alles unklar. Die Spieler schauen einander an. Und am Schluss weiss niemand, zählt das Goal oder zählt es nicht. Und nachher sieht man das Bild selber, hey, es kann sagen, das ist schwierig, das ist noch so schwierig. Meinungen sind noch so viel. 50-50 und dann muss er gleich entscheiden fällen. Es gibt ein paar krasse Sachen, aber von denen hat halt der Fußball auch gelebt. Wenn es einem bräuchte im negativen Sinn, dann regt man sich fürchterlich auf. Wenn man besser wegkommt, nimmt man es gerne an. Das ist halt auch ein Teil des Fußballs. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Und ich finde vor allem, mit dem Videobeweis ist etwas verloren gegangen, so das Verständnis, Fehler zu akzeptieren vom Schiedsrichter. Also früher, weißt du, hast so das Gefühl gehabt, also wenn ein Entscheid gegen dich war und du hast gefunden, es ist unfair, dann hast du gefunden, also hast du dich fürchterlich aufgeregt darüber, aber irgendwann hast du wie so das Hirn wieder eingeschaltet, oder? Und dann sagst du, ja, aber es ist halt menschlich und es ist schon mega schwierig zu sehen, ist jetzt der einen halben Meter im Abseits oder nicht. Jetzt hast du das nicht mehr. Jetzt muss er fehlerfrei sein, der Schiedsrichter. Bin ich aber komplett anderer Meinung. Ich find, wenn bis jetzt ist der Schiri viel mehr unter Druck gestanden. Weil alle haben immer nur über den Schiedsrichter hergezogen. Der Schiri war im Fokus. Mittlerweile weißt du, wenn es ein krasser Bock war, dann kommt der Wahn zum Einsatz. Und das entlastet den Schiedsrichter. Aber auch dann ist ja noch nicht alles richtig immer. Es gibt ja immer noch Fehlentscheide. Ja, also vor allem... Und jetzt ist es noch viel schlimmer. Jetzt müsste es ja technisch einfach noch gut machen, nicht wie die Schweizer, die halt dann irgendwie das mit zwei Kameras versuchen zu lösen, gefühlt. Oder? Aber in der Bundesliga hast du das auch. Jetzt ist es wie wenn einer eine Prüfung schreibt und er hat Lösungen vor sich und macht trotzdem Fehler. Ja, aber es gefällt mir, wie ihr jetzt da leidenschaftlich diskutiert untereinander. So klar ist die Sache eben nicht. Oder? Ja, ja. Und du kannst nicht sagen, alles hat immer über einen Schiedsrichter lamentiert. Stimmt doch nicht. Die, die gewonnen haben, haben nie reklamiert. Oder? Ja, ja. Und von 10 Schiedsrichtern, die am Wochenende pfeifen, kommt einer vielleicht einmal dran, der einen schlechten Tag eingezogen hat. Ja, also, ich muss jetzt auch also sagen, ich bin da. Nein, du hast das richtig gesagt, der Schiedsrichter so, helfen. So. Nein, der hat einen Fehler gemacht, der Match ist gleich weitergegangen, wir hatten Ordnung gehabt. Der Schiedsrichter war eine riesen Respektperson, hat eine schwierige Aufgabe, er ist immer noch eine Respektperson. Aber heute, wenn ich muss sagen, hoffentlich habe ich einen guten Wahr. Der Schiedsrichter kann pfeifen, wie er will. Wir haben ja den Wahr. Nein, das nimmt doch dem Schiedsrichter viel von seiner Persönlichkeit weg. Also, klar kann er am Schluss auch noch entscheiden, aber dann, also ich habe keine Freude an dem. Ich merke, das geht dir sehr nahe. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch, weil du hast immer ein gutes Verhältnis gehabt zu den Schiedsrichtern. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Immer ist jetzt gerade ein bisschen, aber am Schluss vor allem. Und ich habe mich entwickelt in diese Richtung, weil ich wirklich auch mit den Schiedsrichter Gespräche aufgenommen und Sachen von ihnen entgegengenommen. Ich weiss einmal, wir waren eingeladen, schon die Nationalliga-Trainer, dann zumal freiwillig zu Bern im Kursaal ein Gespräch mit den Spitzenschiedsrichter. Ja, von 12 Trainern sie ist nur die Hälfte gekommen, die anderen wollten gar nicht kommen. Ich bin gegangen. Ich habe den Schiedsrichter erklärt, warum dass wir Differenzen haben. Ich habe gesagt, hört, ihr müsst gar nicht auf mich hören, ein Match. Euer Oberstadt-Tribut ist absolut unparteiisch. Pfeifen, das merken die Mannschaften. Da steht mir noch mal ein Fehler zu. Also, ihr müsst absolut unparteiisch sein. Ich habe ganz einen anderen Auftrag. Ich muss hundertprozentig parteiisch sein für meine Mannschaft. Ich reize alles ausmachen, alles, dass die den Match gewinnen kann. Also, das ist doch eine Diskrepanz zwischen in diesen 90 Minuten. Er ist wie, als ich denen das so klar hatte, haben die mich viel besser verstanden. Das haben die erst dann gemerkt. Ja, mal, das haben sie wirklich erst. Sie haben immer gesagt, ja, die Sachen der Linios und das Zeug. Gell, dann muss ich sagen, dann hat man die technische Zone noch nicht kennt. Aber ich bin dann halb schon aufgestanden, dann bin ich wieder runtergewiesen worden. Und so.
natürlich, das war eh noch her. Ich bin übrigens auch schon auf die Tribüne geschickt worden. So. Also, ein Spielsperre hatte ich nie gehabt. Oder so. Im nächsten Match bin ich wieder parat. Also, ich konnte es nicht wahnsinnige Vergehen gehabt, aber so im Griff habe ich mich auch nicht gegeben. Oder habe gedacht, der muss jetzt das wissen, auch wenn ich halt auf der Tribüne bin. Von oben sieht man es sogar noch ein bisschen besser. Heute ist ja gleich. Oder? Aber ich darf wirklich sagen, nachher ist das Einvernehmen und das Verständnis von der Schiedsrichter zum Trainer, also von mir zu ihnen umgekehrt, das ist immer besser geworden. Mhm. Auch in den Matchen, die wir verloren haben. Ja. Gottlob selten vorkommen. Aber das ist jetzt halt auch geil. Da habe ich natürlich Beispiele erlebt, von Schiedsen, die ich nie vergesse, wo viele Leute gar nicht mehr wissen. Aber sehr interessante Geschichte, wenn ich vielleicht einmal darf. Jetzt gibt es ja in Deutschland eine Frau, die hier in der obersten Liga pfeift, international pfeift. So. In der Schweiz haben wir noch keine, im Frauenfußball schon, da ist eine da oben. Aber sonst in der Super League seht ihr im Moment nie. Eine Challenge League wird jemand pfeifen. Aber die Nicole Pettini, das war ja die Vorreiterin. Ja, genau. Die hat eigentlich gar nicht einen Ordnung. Da bist du ja mitschuld. Ja, da bist du mitschuld, dass die Wer weiß das heute noch? Der erste Match hat sie bei dir gemacht. Ja, auch ganz eine verrückte Geschichte. Schaut, wir sind mal, das ist schon ein Wahnsinn, am Sonntag am Morgen gespielt, oder? Erste Liga, dann hat es noch drei Gruppen gehabt. Die erste Liga hat zur Oberliga gehört. Spitzenspiel, FC Sursee gegen FC Solothurn, Fide Fessler, das war eine Grösse gewesen, dann zumal im Amateurfußball. Bei Sursee Trainer, ehrgeizig mit dem FC Solothurn in diesem Match rein. Wir kommen, morgen um 9 Uhr treten wir an, weil Mannschaftskarte abgegeben, der Schiedsrichter, einer aus dem Baselbiet, der ist schon noch wählen, bittet uns in die Kabine, oder? Immer neue Schalle. Ich dachte, wieso ist der neue Schalle da? Der könnte doch schon die kurzen Hosen an. Dann sagt er, hört, ich muss noch eine Mitteilung machen. He? Die Nacht habe ich eingeschrieben, einen Brief geschrieben, ich trete sofort zurück mit sofortiger Wirkung als Schiedsrichter. He? Und nach Reglement ist jetzt das so, der Linienrichter Nummer 1 muss den Match pfeifen. Ja. Und das ist die Frau, die da hinten steht, Frau Pettinia. Er hat natürlich auseinander angeschaut. Und der Schiedsrichter, der war überzeugt, jetzt gehen die zwei Mannschaften um. Das kann es ja nicht sein, denn eine Frau. Das war ein anderes Ding. Die hatte Qualifikation nicht gehabt, die hat niemand gekannt. Der Fide Fessler und ich haben einander angeschaut mit der Captain und gesagt, wir machen den Match. Wir machen den Match. Ja, noch der eine oder andere Spruch gesehen. Die Frau Pettinia war sich nicht gewohnt, rauszuschauen wegen dem Offside. In der unteren Liga, die sie gepfiffen hat, hat die Offside selber müssen. Was war das Anfang 90er? Ende 80er? So und ja, das ist das war Ende 80er, ja. So, ja, und alles zusammen. Und nachher habe ich der immer noch gesagt, hört, ich bescheisse nicht, ihr könnt auf mich gehen, wenn es Offside ist, rufe ich ein, Offside, und dann könnt ihr pfeifen. Das ist ja konzentriert im Match. Und die hat den Match gut über die Runde gebracht, muss ich sagen. No, hat es gegeben. Also da kann der Schiedsrichter ja nicht wahnsinnige Fehler gemacht haben. Aber auf alle Fälle ist die nachher, von denen an hat man sie erkannt, ist zu Rehe gekommen, und die hat ihren Weg gemacht, die war eher in der obersten Liga als ich. Das mich noch heute. Aber es war halt so. Das ist eines der bleibenden Ereignisse. Es hat natürlich noch ganz anderes gegeben. Das ist wirklich, das kann man ja nicht glauben. Aber es war einfach wahr. Das kann man noch, die Filmaufnahmen müssen noch irgendwo rum sein. Da sind wir mit dem FC Thun dann zumal aufgestiegen und zuerst mal wieder in der Nationalliga angespielt. Dann zumal. Nachher ist das Derby angestanden gegen IB. Ja. Spezieller Match. Sogenannte Fernsehspiel, oder? Ist es gewesen. Nachher im Match reingegangen, IB war ein bisschen dominanter, das Stadion war ausverkommen, also voll gewesen. Und nachher in der Pause waren wir 2-1 im Rückstand gewesen, oder? Das gibt es halt mal, der Match ist ja noch lange nicht verloren wegen dem. Aber nachher auch, klopft, Türen, Garderobe, jetzt geheissen, die beiden Trainer und die beiden Captains in die Schiedsrichterkabine. Und ich dachte, was ist? Dann hat es geheissen, schaut da, Schiedsrichter Schoch, die Schochen Solothurn, ein guter Schiedsrichter an der Kante, schwere Oberschenkelzerrung. Der kann nicht mehr pfeifen, die zweite Halbzeit, das geht nicht, oder? Der kann höchstens noch Assistent, könnte er vielleicht noch machen, aber lieber auch das nicht, wir müssen eine Lösung finden. Nach Reglement ist klar, der Linienrichter 1 wird den Match pfeifen und wir schauen für einen Assistent. Dann hat man noch Linienrichter gesagt. Nein, hat der Linienrichter gesagt, ich führe ihn psychisch gar nicht in der Lage, das Derby zu pfeifen. Ich kann diesen Match nicht pfeifen. Jetzt hat einer gefällt.
Wie weiter? Oder? Es war ja Pause. Da war eine Viertelstunde sowieso nichts. Das ist kurz. Nachher dort der Schiedsrichter Inspizient, der Oberst von Bern, das war der Kohli, Bernhard Kohli, ein Kämpfer, auf Flamatt und so. Die sind alle zu Rostieren reingekommen. Was wollen wir jetzt? Oder? Du kannst nicht ausrufen, im Publikum ist ein Schiedsrichter da für die Pfeife. Ist ja auch immer einer Fan, oder? Im Fernsehen daheim ist der Match nicht mehr weitergegangen. Das hat einfach nicht mehr angefangen, die zweite Halbzeit. Und dann, wisst ihr was, hat es ganz eine verrückte Lösung gegeben. Wir waren nicht mehr wohl. Wir waren 2-1 im Rückstand gewesen, oder? Als erstes habe ich gesagt, wenn wir nicht können anfangen, die zweite Halbzeit, ich gebe euch noch eine Viertelstunde. Oder nach Reglement hat man, glaube ich, 30 Minuten oder so Zeit, dass es weitergeht. Ja. Ob im Flutlichtausfall oder so. Also die Viertelstunde Pause hat man nicht können rechnen. Die war so wie da gewesen. Aber ich habe nachher gesagt, ich gebe euch noch eine Viertelstunde. Aber dann sind wir draußen im Schutten, sonst legen nicht Proteste ein. Ja. Aber eine Viertelstunde nach der Pause ist noch keine Mannschaft auf dem Dach. Ist ja gar kein Schiedsrichter da. Nachher ist der Kollege gesagt, wir haben die Lösung, aber es geht noch 20 Minuten. Stellt euch vor, 15 Minuten ja. Gewartet, geht immer noch 20 Minuten bis. Jetzt ist folgendermaßen gewesen. Der Stadionbetreiber hat noch nie so viel Würst verkauft. Ja, das mache ich. Aber die Frutig oben hat der Schiedsrichter, der die entsprechende Qualifikation nicht hatte, nicht gerade für A, aber für B, der Bruno Gross in der Match geschaut, im Fernsehen, weil es ein Fernsehspiel ist. Das war der Nächste im Umkreis, der die Qualifikation hatte. Die haben dem Grossen angeschaut und gesagt, komm sofort auf Thun runter, du musst den Match pfeifen. Dann sagt er, ich weiss es, Thun ist im Rückstand, 2-1, ich komme. Oder? Ins Auto rein, die Schiedsrichter, Garnitur im Auto schon angelegt. Ja, aber es war über 35 Minuten über der Pause, gewesen, bis wir heimkommen. Und als er auf den Platz reingesäckelt ist, habe ich es genau gesehen. Wir haben es so im Fernsehen gesehen. Das Fernsehen, der hat gar keine Uhr an. Nein. Er hat ihm der Kohli noch seine Uhr gegeben. Er, so sind wir in diesem Match. Aber ich muss sagen, der grosse Bruno hat diesen Match ordentlich gepfiffen. Aber wir haben 4-3 verloren. Es war eigentlich noch ein attraktiver Match, gewesen, oder? Aber ich habe den Protest aufrechterhalten. Ich habe gesehen, es kann es nicht sein, oder? Also, ich habe mir ganz wenig Sympathie bei IB geholt, natürlich, oder? Die haben gesehen, jetzt haben wir doch 4-3 gewitzt, den Protest. Und der Grosse hat keine riesigen Fehler gemacht und so und alles. Aber ich habe einfach gesagt, nach Reglement ist das nicht super, fertig, Schluss. Und genau dann ist noch kein vierter Schiedsrichter vor Ort. Das habe ich gerade gedacht. Aber von dann an ist der vierte Schiedsrichter eingeführt worden, nur beim Fernsehspiel. Ach nur so. Beim Fernsehspiel. Das ist schon dein Fernsehtum da. Ja, nur beim Fernsehen, dass man nicht dort, wenn so ein Ausfall ist und alles zusammen. Und nachher, nach langem Hin und Her, der Protest ist abgelehnt worden. Aber wir haben die Kosten nicht müssen übernehmen müssen. Ja. Weil sie haben gesagt, das ist ein absoluter Einzel-Spezialfall. Also, das Resultat lassen wir gelten, aber Thun muss nichts zahlen. Oder? Also immerhin das. Also, ganz sauber war die Sache nicht. Gewesen. Aber so ist schon am grossen Schiedsrichterkarriere, ist ja näher auch zur Oberstufe. Die ist ja so auf die Art lanciert worden. Das war eigentlich eine verrückte Geschichte. Gewesen. Aber ein Schiedsrichter, seitdem kennt ich jedes Kind. Ja. Der hat dich zur Legende gemacht. Und umgekehrt. Ja, das habe ich. Und weißt du, wenn wir dann, also man hat es auch bei uns, unser Signet ist ja auch mit dir bestückt, auch aus dieser Szene, das Video kennt jeder. Und wenn ich sage, das ist ein Granny, Herr Meier, dann wissen alle genau, wir reden vom Hans-Peter Latour. Hast du eine spezielle Beziehung zum... Ja, das hat zum Schiedsrichter mit dem Urs Meier ein paar Mal gehabt. Es war ja klar, immer entscheidend. Wir haben übrigens zusammen gerade den Cup-Final geschaut, wo Thun im Cup-Final war, nach manchem Jahr, wieder so viel Jahr. Hat es wollen, dass wir nebeneinander waren. Er hat sehr Freude gehabt. Er hat selber von sich gesagt, oh, ich habe jetzt da dein Buch gelesen. Und alles. Schon verrückt, die entscheidenden Match haben wir immer zusammen. Das ist tatsächlich so. Im entscheidenden Match um einen Aufstieg. In meinem allerletzten Spiel für den FC Thun hat er zu passen, ob das und er aufgehört. Der Gerber Ende, unser Captain, hat ihm, die haben noch das Leibli getauscht. Das ist ja schon eine spezielle Beziehung zum Urs Meier und eben dann mit dem Granny. Oder? Das ist schon so speziell. Das war ein verrückter Match gegen Servette. Wir haben ganz genau gewusst, wenn wir diesen Match gewinnen, dann sind wir nächstes Jahr wieder in der obersten Liga.
durch einen Einzug in die Finalrunde. Stell dir vor. Und mit unseren Verträgen ist immer gestanden, sie gelten nur, wenn wir in der obersten Liga sind. Also, da ist viel auf dem Spiel gestanden, gegen die Servette und alles zusammen. Und nachher ist auch das passiert da. Ich bin angefragt worden vom Fernsehen, der Strichkampf sei eine verrückte Sache, oder? Ob sie mich auch dürfen begleiten, ganzen Match oder ganzen Tag und so. Dann habe ich gesagt, ich will das zuerst mit der Mannschaft abklären. Es darf nicht störend sein, die müssen einverstanden sein, sonst machen wir es nicht. Ich habe mit dem Vorstand geredet, dem Vorstand habe ich gesagt, hört, wir können nicht immer jammern da im Berner Oberland, wir reden nur zu Zürich über Zürcher Mannschaften und wenn sie die etwas machen wollen, vernageln wir die Türen und die Fensterläden, oder? Eine gewisse Öffnung müssen wir zeigen, von mir aus gesehen wäre ich dabei. Ich schaue jetzt noch, was die Mannschaft sagt, hey, das stört sie gar nicht. Ich habe gesagt, in der Abschlusssitzung seid ihr nicht dabei, in der Vorsitzung können sie noch dabei sein. Dann ist das gekommen und dann ist halt das so ein verrückter Match geworden und dann ist die Szene gekommen. Der Endspieler von Servette hat sich immer theatralisch lackiert. Ganz verrückt. Oder? Und dort ist der Armand Dömi ein guter für den. Ist schon ein bisschen rabiat rein und so, aber es war nicht schlimm. Dann habe ich auch reingerufen, die Hoffnung, der Meier verwarnt den nicht. Oder? Und ich habe gesagt, ja, Herr Meier, das ist doch ein Grenni, der grennt jedes Mal. Aber nein, die Leute gesagt, ja, Latour ist ausgerastet. Nein, Latour ist nicht ausgerastet. Sonst hätte ich doch gerufen, Chiri. Oder? Ich habe gesehen, Herr Meier, ich habe den Anstand in jeder Art und Weise. Aber das ist jetzt heute tatsächlich so. Das Video, das hat schon viel bewirkt. Wenn ich heute bei einem Peiro stehe am Bahnhof oder so, wenn ich mit dem Öfen von Männern ein Büro ruft, ja, der Grenni ist schon da. Da sage ich auch, ja, ja, hoffentlich haben wir beide einen guten Tag und dann sind beide zufrieden. Die sind immer anständig. Und die älteren Leute ordnen das auch sofort richtig ein. Gell, problematischer wird es jetzt ein bisschen bei den Jungen. Wenn man sagt, der Grenni ist schon da, dann meinen die eh sind nicht. Ja. Oder? Aber das ist ja ganz anders. Aber nein, also, das ist schon noch eine spezielle Geschichte. Das sind sogenannte Catchphrases, oder, wo halt dann einfach bleiben. Ja. Manchmal kann das ja aber auch ein bisschen nerven. Nicht? Also, regt es dich nie auf, dass man dann das immer so ein bisschen auf das auch reduziert? Nein, weil diesen ganz wichtigen Match haben wir gewonnen. Mhm. Vielleicht ist es wegen dem. Oder? Und wir haben ja, das ist ja wahnsinnig. Aber andere ich habe gesagt, ich habe die leidenschaftlich kann ich ja, ja, noch die auf dem Bänkli zusammengeschissen. Ich nicht. Ich habe das Liebling nicht anlegen. Ja, aber das ist alles so. Oder? Ich kann das Liebling nicht anlegen. Ja, jetzt nicht die ganze Geschichte. Ich kann es ja alles noch aber, ist voll, aber am Schluss haben wir den Match gewonnen. Ja. Das ist einfach das, was zählt. Ich wollte sagen, ausgerastet bist du nicht dort wegen dem Schiri, sondern weil du das Liebling nicht anlegen konntest. Ja. Ja, aber wenn ich noch etwas gut. anderes darf sagen, ja, ich habe immer gesagt, Respekt vor dem Schiedsrichter und alles. Ja, habe ich dann gesagt, der IB-Protest, oder, der ist abgelehnt. Ja. Aber ein anderes Mal habe ich Protest eingelegt, und zwar erfolgreich. Da haben wir gespielt in Recobillier, ist es gewesen. Da der Chirurg Breter, da, wo noch Schweizer des Jahres ist worden, mal als Chirurg. Ah, ja, der Herzchirurg. Der Herzchirurg. Der ist bei Recobillier im Mittelfeld, hat den Pfad gezogen. Noch mit einem Bruder, klar. Und ein ganz wichtiger Match gewesen. Was ist das? Erstliga? Erstliga, ja. Nur drei Gruppen gehabt. Boncourt ist es gewesen. Bei Boncourt. Und nachher, wir sind eng drinnen gewesen. Also, Solothurn dann frisch übernommen. Das ist um einen Abstieg gegangen, oder? Nachher gibt es einen Freistoß gegen uns, oder? Das sehe ich noch heute. Schiedsrichter Friedrich pfeift den Freistoß, absolut zu Recht. Und will der Spieler, der das Foul gemacht hat, ermahnen. Nicht verwarnen von mir. Aber der Spieler ist schon in der Mauer gestanden. Also schön geordnet und alles. Und nachher, der Friedrich hat dem gedeutet, komm daher, komm zu mir. Und wollte ihm sagen, noch einmal, dann kommt die Karte oder so. In dem Moment hat Boncourt den Freistoß geschossen. Hopp, rein, drin. Die haben gejubelt, alles zusammen. Der Friedrich gibt das Goal. Das geht doch nicht. Wenn der Friedrich, der Schiedsrichter, einen Spieler von mir zur Mauer ausnimmt, und dem etwas, dann muss der das Spiel mit einem Pfiff aufnehmen. Das ist ganz klar. Ja, ja, vorher kann der freistehen. Aber der, in diesem Truppo ist das untergegangen. Und dann habe ich gesagt, wir spielen nicht an, wir legen Proteste ein, so, wir haben den Match 3-1 verloren. Gut. Der Protest ist auch nicht durchgekommen, oder wie? Mal, los jetzt. Unser Präsident, der André Miseray, war Architekt. Wir haben mit ihm zusammen gesagt, jetzt machst du eine saubere Skizze, wie das genau war. Video oder so hat man ja nicht gehabt. Ja. Genaue Skizze, was da passiert ist, das hat vier Seiten gebraucht, oder? Situation 1, 2, wenn er den rausnimmt. Und dann hat man das eingegeben als Protest. Und dann ist der Schiedsrichter Friedrich eingeladen worden. Hey, sie nimmt die Dinge gezeigt, ganz, haben gesagt, Herr Friedrich, ist das so gewesen oder nicht? Dann hat der Friedrich gesagt, genau so war es.
Dann hat man gesagt, dann muss man den Match wiederholen. Da habe ich aber dem Friedrich Höch angerechnet. Das muss er auch noch. Der hätte nur sagen können, nein, dir. Der ist schon lange wieder in der Mauer gestanden. Und so. Dann wäre der Protest erledigt gewesen. Dann Friedrich hat gesagt, das war genau so, gewesen, wie die es sagen. Das ist mir, oder das ist immer entgangen so. Dann ist der Match wieder auch tot und wir haben ihn selbstverständlich gewonnen. Das ist ganz wichtig. Aber ich wollte noch nur sagen, der Respekt vor der Schiel, so, dass wir ja später einander manchmal begegnet. Er hat eure oberste Liga angeschwitzt. Aber da habe ich einen riesen Respekt. Darum traue ich den Schiedsrichter schon zu. Ohne Bar und alles. Die sind schon, die probieren schon korrekt zu sein. Also, das ist eigentlich eine schöne Situation. Oder ja, noch eine ähnliche Situation. Ich bin schon leicht betrunken, weil ich komme gar nie zum Reden. Ich bin die ganze sind nur am Trinken. Hans bitte geht einfach durch. Das ist wunderschön. Nein, aber ist ja gut. Also wir hören ja gerne zu. Ja, das hat auch international, aber wo man wirklich, ich habe mal mit GC Europa gespielt in Mypa. Du hast gesehen, habe ich in deinem Gesicht gesehen, das sagt euch nicht viel. Das ist wirklich Finnland. Das ist jetzt wirklich Finnland. Ja, Finnland und die Mypa haben vor zwei Jahren, bevor wir gegessen haben, die immerhin IB zum Europacup. Okay. Und also, ist das in den 90er Jahren, wo du Co-Trainer warst? Nein, da oder bin schon? Ich Cheftrainer. Chef, also bei GC. Ja, 0506. Ja, in dieser Zeit. Nachher hat es geheißen, in Mypa, das ist ein Inder, der können wir nicht spielen, wir spielen in Helsinki. He? Haben wir in Helsinki gespielt und nachher daheim haben wir nur 1-1 gemacht, oder? Der Case, ja, das ist nicht, oder? Aber eben, ich habe gesagt, immerhin IB. Aber das sind nicht die besten Voraussetzungen zum Auswärtsspiel. Jetzt gehen wir auf das Helsinki, das Stadion ist nicht geplatzt. Wir haben ja nicht da irgendwie ein Nationalstadion, aber ein ordentliches Stadion, gut besetzt. Die Mypa sind auch mit Rösser, kann ich sagen, und so, alles zusammen. Aber wir haben verhaben. Das ist gut, die Pause war noch 0-0. Nachher gibt es einen Freistoss gegen uns, oder? Sie verlangen 9 Meter, also der Schiedsrichter hat von sich aus 9 Meter, ohne, weil einer von uns ist zu nahe gestanden. 9 Meter verlangt, oder? Schreitet das ab, schaut gegen das gegnerische Goal, oder? Die 9 Meter, schaut ja den gegen ab, ja, oder? In dem Moment schießt einer den Freistoss, oder? Und der vor dem Goal macht das Kopfgoal und der Schiedsrichter gibt das Goal, oder? Ja, das geht auch nicht. Das geht auch nicht, aber alles hat gejubelt und da wie ein Kalb und der Schiedsrichter hat. Nachher habe ich gesagt, nicht anspielen, das hat das Theater gegeben. Weil wisst ihr, sobald ihr anspielen könnt ihr nicht mehr protestieren, das ist die Aktion vorbei. Ich habe Ricci Cabanas, der ist gekommen, gesagt, Ricci, es wird nicht angespielt, du, wenn wir eine Viertelstunde waren, es wird nicht angespielt, wir spielen unter Protest weiter, das ist ein regeltechnischer Fehler. Nein, der Schiedsrichter immer deutet, jetzt spielen wir an, der hat das Goal einfach. Der wollte, dass ihr weiterspielt, damit das gegessen ist. Natürlich, ja. Und nein, wir spielen unter Protest und also, ich bin zum Vierten gegangen. He. Aber der hat weder Deutsch noch Englisch können. Oh nein. Das ist irgendwie aus Ex-Jugoslawien oder irgendetwas so. Aber eine flotte Erscheinung und so. Dann habe ich sofort so. Dann habe ich gedacht, deutet du alles und so. Und dann nach langem Hin und Her. Er ist zuerst zum Assistenten, hat nichts dergleichen. Dann ist er zum Vierten rausgekommen. Dann hat der Vierte offenbar erklärt, er hat den Freistoss gespielt, bevor du gepfiffen hast. Du hast schon gepfiffen, aber dann hat er schon lange gespielt. Dann hat das Goal zurückgenommen. Das ist 7 Minuten gegangen, bis wir weiter gespielt haben. Wow. Das ist fast so lange gegangen wie heute mit dem VAR. Aber der hat das. Und dann haben wir am Schluss den Match 3-0 gewonnen. Oh, wow. Das hat die zum Zeug ausgebrungen irgendwie. Wir konnten Konter. Aber ich wollte auch dir sagen, den vierten Schiedsrichter habe ich doch von Haut und Haar nicht gesehen. Ich habe nicht einmal mit ihm reden. Aber der hat die Situation genau gesehen. Der ist zu dem gestanden. Die hätte sich das ganz einfacher können machen können. Dann hat er ein paar Proteste eingelegt. Der ist bis vor die UEFA gezogen worden. Aber der ist abgelehnt worden. Ich glaube auch, wir sind in die nächste Runde eingezogen. Aber ich wollte nur sagen, es lohnt auch von draussen manchmal für die Mannschaft zu kämpfen. Aber man muss die Regeln kennen. Genau. Das haben die Schiedsrichter genau gewusst. Oh, Latour ist kein gebiger Keim während dem Match. Der kennt die Regeln. Wir müssen bei der Sache sein. Oder? Nach dem Match ist wieder alles anders. Und ich glaube, es ist wirklich völlig egal, welche Sprache du redest und welche Sprache du verstehst. Wenn der Hans-Peter Latour in voller Fahrt auf dich zukommt, dann weißt du, jetzt ist nicht gut. Du hast einen Schritt zurück. Dann weißt du, jetzt müssen wir irgendetwas machen. Dann ist egal, was du redest. Was mich noch wundernimmt, wie ist denn, du bist aus der Schweiz, von GC bist du zum FC Köln gegangen. Ein absoluter Traditionsverein, der aber schon die besten Zeiten wirklich schon so hinter sich hatte. Wie ist der Unterschied im Umgang von der Schiedsrichter von der Schweizer Liga zu der Bundesliga?
Ja, also... Weil dort kennst du dann nicht jeden nee, schon, nee, weißt du? Nee, ja, ja, und wir kennen es ja nicht so, aber ich bin halt auch sehr, sehr offensiv zu machen. Aber ich meine, ich habe einmal gesehen, da haben wir gegen Hannover gespielt, das hat mit Höhe gedacht, oder? Da hat, dann ist Meier, ist Michael Meier, oder? Ist mhm. Sportchef gewesen, wie man da würde sagen. Und nachher ist der... Mal Ding abgeben und alles. Und mit den Schiedsrichtern. Dann sagt er, er sei hässig geworden. Die Schiedsrichter haben ihm gesagt, er sollte den Meier ausrichten, er sollte mich ein bisschen ruhig verhalten. Oder der Meier war entsetzt. Und Böck sagt, das geht doch nicht. Oder so. Also, das ist vielleicht schon ein bisschen anders angeschaut worden. Mhm. Oder so. Aber sonst hätte ich mich nicht können beklagen können. Wir haben uns gegenseitig respektiert. Und so. Heute, wenn ihr schaut, die Schiedsrichter, die Trainer, wie die aktiv sind, wie die mitmachen. Bis zu da, früher hat man immer gesagt, ja, schau mal, da der Vasquez oder welcher, der Trainer von Real Madrid, der hockt unten im Bänkli, hey, Ruhe, die Mannschaft wird Meister. Ja, aber die Idee ist 5-1 im Rückstand gewesen, der hat es gar nicht gemerkt, oder? Nein, das ist halt die anders, oder? Wenn du immer so bis die letzten Dinge musst kämpfen und machen. Aber es war schön gewesen. Oder dann, das vergiss ich auch nie mehr, der ist schon in Zürich, der war noch im Hartturm gewesen. Da war ein Assistenz-Schiedsrichter, ist UEFA. Qualifiziert war, ist verabschiedet worden. Ich weiss noch, zu dem habe ich ein gutes Verhältnis. Nach dem Match bin ich Adieu sagen, in die Schiedsrichterkabine. Oder? Und nachher hat er etwas zur Tasche ausgenommen, hat er das UEFA-Emblem als Schiedsrichter Asien, hat gesagt, Latour, nimm das, du könntest das so. Das hat mich gleich noch, ja, weißt du, das sind Herzlichkeit, oder? Wo man doch sagt, bei allem Seich, wo man vielleicht mal so, aber ist halt doch das Menschliche irgendein Ort, ist immer mitgelaufen. Es war gut gewesen. Eben, das ist dir ja schon auch noch wichtig. Und natürlich eben wichtig. Auch die Verbundenheit. Ja. Darum, wie war das damals dann in Köln gewesen? Eben, da bist du ein bisschen weg von den Heimen. Eben so das menschliche Umfeld, das du über Jahrzehnte dir ja dann auch dort aufgebaut hast, ist plötzlich weg gewesen. Klar, man hat dich gefeiert, der Bergdoktor kommt und so, oder? Was war das für eine Zeit gewesen für dich? Ja, also sie würde mir fehlen. Das ist ja super, weil der Fußball hat natürlich einen riesigen Stellenwert. Ja. Das ist in Deutschland, das ist nicht vergleichbar. Wir wollen die Alben von Einwohnerzahlen so nachher vergleichen, aber das ist einfach anders. Sie sagen nicht besser oder schlechter, aber es ist einfach ganz anders. Und Köln ist eine Medienstadt. Also dort ist der, wir haben jeden Tag eine Medienkonferenz gehabt. Jetzt haben sie noch drei, ich weiß, aber dann haben wir jeden Tag eine Medienkonferenz. Das war immer schwierig. Ich habe auch mit dem Michael Meier, der hat immer gesagt, das ist gut, weißt, dann können wir es ein bisschen steuern von uns. Ja, wenn du den Match verloren hast, dann kannst du nicht viel steuern. Weißt, aber wir haben manchmal haben wir gesagt, dann war Hennes der 7, der Gainsbock. Wir haben gesagt, du, der hat Fieber. Oder, ja, der hat das eine Doppelseite. Ja, der ist ein bisschen abgegangen. Der hat das eine Doppelseite gegeben, ihr Bild. Express und der Express hat geschrieben, es ging ihm schon wieder besser. Oder? Und so, das war eine ganz verrückte Sache. Und so. Und auch wegen dem Bergdoktor. Das hat am Anfang hat das auch gerade eingeschlagen, wie der Blitz. Oder? Ich muss sagen, das war auch ein bisschen typisch bei mir. Wo bin ich geholt worden? Oben. Immer dort, wo sie im Seich waren. Ich konnte nie eine Mannschaft übernehmen. Immer, wenn sie im Seich waren, musste ich da wieder müssen, von unten raufpacken und schauen. Was. Aber das war für mich auch immer eine grosse Herausforderung. Und in diesem Köln war das auch so. Nachher am ersten Training, gell, da habe ich das nicht vorgesehen. Aber ja, hey, die Köpfe gemacht. Also, das ist ja, wir konnten meinen, was da los ist. Ich habe gar nicht vorgesehen kann, oder? Dann habe ich ein bisschen angefangen, das Training mitmachen, für das dann ein bisschen, ja, da sind natürlich die Journalisten das alles gefilmt, wo sie, nein, der Materialart hat mir noch Trainer gegeben, wo mir ein bisschen zu eng ist, hätte ich gar nicht so annehmen, wenn die das deren wollen. Aber gell, ich, mein Verein da mitmacht und denen wollen die Stimmung aufbringen, ein bisschen. Nachher haben sie mich gefragt, nachher wissen sie, was sie für einen Eindruck haben, ich gesagt, ja, sie haben es ja gesehen, die Stimmung sei doch besser geworden, oder? Also, ich könnte doch nichts machen. Ich könnte kein Match gewinnen mit 35. Ich hatte 35 Spieler, müsst ihr das vorstellen. Wahnsinn. 35 Spieler im Kader, oder? Und dann habe ich gesagt, ich könnte doch nicht mit 35 Spielern ein Kader haben und ein Match gewinnen, wenn jeder drei schaue, wie wenn er krank wäre. Das geht doch nicht. Und von dann an sind wir Bergdoktor gesagt. Aber siehst du, nur zu sagen, das ist, wenn man oben so...
Ich hatte eine schöne Zeit in Köln, muss sagen, aber der sportliche Erfolg ist leider ausgeblieben. Ob schon die Rückrunde in der obersten Liga wäre nicht Abstiegsplatz gewesen. Ja. Das haben wir nicht vergessen. Ja. Die Punkte hätten gelangt, aber der Rückstand war zu gross. Ja. Wir haben ein Match gemacht in der Allianz Arena, vergesse nie mehr da vor 70'000 Zuschauern. 2-2 gegen Bayern und so, das sind super Dinge und so. Ja. Ja. Oder auf Schalke auch so unentschieden oder das oder eine. Wir haben, glaube ich, 18 oder 19 Punkte gemacht. Das war gut gewesen vor der Rückrunde. Aber es hat einfach nicht gelangt, dort oben zu bleiben. Mhm. Und nachher sind sie ja mehr entgegengekommen. Das ist ja ein Wunder. Normalerweise musst du gehen in Deutschland, wenn du absteigst. Ja, aber die haben gesagt, wir trauen dem Latour zu, dass der gerade wieder aufsteigt. Oder? Nachher, nach 7 Runden waren wir auch erster Stelle gewesen. Nachher war der Patrick Helmes ein Riesenspieler für diese Liga. Wir haben da schlecht geschüttet, der hat das entscheidende Goal gemacht. Das ist halt ein bisschen so im Fußball. So fällt mir der für den Rest mit dem Ermüdungsbruch aus. Oder? Lukas Sinkevic mit der Deutschland U21 oder Kreuzbandriss in Portugal. Das sind zwei Schlüsselspiele, die ich nicht mehr können. Nachher haben wir halt unentschieden gemacht, da gewonnen. Plötzlich sind wir 5 Punkte hinter einem Aufstieg. Dann habe ich gewusst, jetzt ist es passiert. So gehen die Mechanismen. Aber wir haben ja alles super geregelt. Ich hatte im Fußball ja weder je einen Berater gehabt, ich habe nie einen Anwalt gebraucht. Das Zeug immer selber können regeln, Gottlob. Was mich noch wundert, du hast dort dann gerade einen Spieler zu Köln geholt, der in der Schweiz halt sehr bekannt war, der Richie Cabanas. Du hast ihn bei GC auch gehabt. Der hat dich so lange begleitet. Ist er ein spezieller Spieler für dich? Ja, der Richie kann man nicht gelernt kennen, eben, als er 16 war, als ich GC danach raus, haben immer alle der Kleine dort, was ist denn das für einen? So hat man, aber ich hatte immer grosse Stücke auf dem Richie, von dem her. Der hat den Fußball leidenschaftlich interpretiert, hat etwas können. So. Ich hatte den Richie als Spieler eigentlich gerne gehabt und habe ihn dann auch auf Köln geholt. Ja. Da kann man mir vielleicht im Nachhinein sagen, ja, was sie für Fehler waren, da kann man sagen, ja, vielleicht der ein oder andere Schweizer Spieler zu viel auf Köln geholt. Das kann möglich sein, oder? Vielleicht hat es aber auch einfach zu wenig Wäscheanlagen rund um das Stadion von Köln gehabt. Ja, nicht, aber du musst noch aufpassen. He? Ich weiss schon, wo du raus willst, aber das ist tatsächlich so. Aber das ist ein spontaner Einfall. Da musst du einfach das Glück haben, dass es gut kommt. Nachher, stell dir vor, wir haben nach der Wäscheanlage-Aktion gerade 4-mal nacheinander gewonnen. Da waren alle begeistert gewesen. Stell dir vor, wir hätten den Match verloren. Nach der gesagt, das ist nicht ganz dicht. Ich gesagt, mit unserem Löw kannst du nichts machen. Nicht. Das sind halt so die Intuition, die spielt eine Rolle. Und bei mir war das so. Gewesen. Ich war vielleicht nicht der wissenschaftliche Trainer, ich weiss doch nicht, aber ich immer ein bisschen das Gefühl, ich muss das machen. Und ich in Regel Glück gehabt, dass es gut rauskommt bei einer oder anderen Aktion. So. Aber Deutschland, Köln, eben, kann ich sagen, zweite Bundesliga, so 40'000-50'000 Zuschauer jedes Mal, ist wahnsinnig geschaut. Das wird nicht immer gut, aber singen tun sie super im Stadion. Und die Deutschen sagen, dass sogar Köln sei die südlichste Stadt, die nördlichste Stadt von Italien. Ja. Vom Temperament her von der Leute. Und das ist tatsächlich. Also darum abschließend auf die Frage, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgegangen, aber es ist total rückblickend eine tolle Zeit gewesen. Die Geschichte muss man vielleicht kurz noch komplett schnell erzählen, die ist nämlich wunderbar, oder? Ihr habt empfindlich verloren, mit dem FC Thun ist das gewesen, oder? Mhm. Und nachher hast du gesagt, sind wir auslaufen, dann sind wir an einer Autowäscheanlage vorbei und dann hast du gefunden, die Niederlage wäschen wir uns jetzt weg und dann hast du die ganze Mannschaft durch die Autowäscheanlage gejagt, oder? Ja, eine Stelle vor Videoanalyse. Oder? Ja, die Video, wir haben eben das Derby verloren. Da, gegen IB, da verlierst du ein bisschen mehr als 3 Punkte. Ja. Die Stimmung war miserabel gewesen. Wir sind gegen Bonstetten Park regenerativ gelaufen, oder? Dann die Videoanalyse aus, nachher individuelle Pflege, die Spieler haben können, am Tag nach dem Match. Die haben am anderen Tag erst frei gehabt, das immer erledigt haben. Dann nach dem Match bin ich reingekommen in den Garderobe, Pinkeli Thomas, mein langjähriger Assistent, hat gesehen, fang an mit der Videoanalyse, oder, dass man sagt, morgen, hey, ich muss zuerst einen Kaffee haben, mir geht es nicht so gut und so. Bin nach einer Viertelstunde rein und nachher gesagt, Dömu, hast du gleich etwas Gutes gefunden, oder? Ich will gleich noch etwas. Dann sagt er, ja noch nichts gesehen, sagen, ich habe etwas speziell Schlechtes, was wir müssen zeigen. Sagt, dann musst du nicht unbedingt den ganzen Match zeigen. Sage ich, nein, das kann ich nicht, in 3 Tagen haben wir ein Auswärtsspiel, sonst haben die das Gefühl, sie können ganz nicht mehr. Aber weißt du was, morgen gibt es keine Videoanalyse. Immer auch nicht mehr, jetzt fertig. He? Am Morgen sind die Spieler gekommen, baff gewesen, keine Videoanalyse. Na, gesehen, die haben die einzigen technischen Fehler, oder? Das kann's gehen. Gesehen, wir gehen nur laufen, regenerativ in Bonstettenpark. Oder? Du, nein, raus in Bonstettenpark, weil es regenerativ ist eh vorab. Aber ich kann dir sagen,
Alben 1 habe ich einen gehört, schnaufen hinter mir. Sonst war das Mucksmüsli still gewesen. Die haben doch schon alben geredet zusammen, so bei diesem Laufen. Die Stimmung war nicht gut gewesen, mir ist auch nicht gut gegangen. Dort bin ich schon 100 Mal durch. Dort, wo man gekehrt für zurück ins Stadion oder Quatsch hat, dort ist eine Autowäschanlage, die hat hier am Sonntag offen. Dann habe ich gedacht, du, das gibt doch nichts anderes. Säckle mit denen durch die Autowäschanlage. Bin ich mit denen durch die Autowäschanlage gesäckelt, die sind da nass gewesen. Also zusammen, dann habe ich gesehen, die sind nachgekommen. Der Match ist abgegeben, der ist erledigt. Was wollen wir einander noch einmal das Zeug für haben? Wir kommen nie mehr auf diesen Match zurück. Gielen, ihr habt 100 Mal bewiesen, dass ihr das besser könnt. Ihr werdet es sehen, in 3 Tagen geht das ganz anders in diesem Auswärtsspiel. Aber glaubt da nicht, ihr könnt es. Die Stimmung war schon viel besser gewesen. Zurück ist da. Die Geschichte kennt ihr, 4 Mal nacheinander gewonnen. Die haben nach jedem Match der Autowäschanlage wollen. Es ist dann nicht gelaufen. Und weil du hast gesagt, in Deutschland funktioniert das vielleicht nicht. Ich will dir jetzt auch noch etwas sagen. Der Michael Meier ist Spielervermittler geworden später. Nachher hatte er den Trainer unter sich von Fortuna Düsseldorf. Aber der Interimstrainer, die sind 4 Runden vor Schluss ganz schlecht drinnen gestanden, oder? Und der Meier hat dann den für die letzten 4 Matches positioniert, oder? Nachher hat er gesagt, hat er der Meier gefragt, was wollen wir machen für die Mannschaft? Weisst du nichts für... Dann sagt der Meier, der hat mal einen Trainer gehabt, der ist mit der Mannschaft durch die Wäschanlage. Dann ist Fortuna Düsseldorf durch die Wäschanlage gesäckelt. Du hast den Match gewonnen, die sind oben geblieben. Der andere hat die Prämie garniert. Ich habe noch heute keine Franken gesehen. Aber nein, Item, das ist ja völlig. Es ist ja schon die Geschichte, die alle von dir hören wollen. Oder? Die Wäschanlage-Geschichte ist legendär. Was ist eigentlich die Geschichte, wo du am liebsten erzählst, wo die Leute gar nicht wissen oder nicht danach fragen? Ja, das ist, also, wenn man da mein Grenny Buch kann man so viel, aber ich muss mich mal besinnen, das war also eine Sensation gewesen, wo Griechenland ist Europameister geworden. Mit dem Rehakles. Ja, aber wir haben in der gleichen Saisonperiode haben wir mit dem FC Thun Wolfsburg aus der Qualifikation für Europa rausgefallen, oder? Und das war riesig. Und dann habe ich auch, meine Spieler, die waren so beeindruckt von diesem Stadion in Wolfsburg und alles. Und habe gespürt, irgendetwas muss da noch gehen. Die haben Schiss, oder? Und ich habe gewusst, da muss etwas drin sein. Und nachher bin ich für mich noch ein bisschen gelaufen. Das habe ich viel gemacht, manchmal schon joggen. Nachher bin ich da so bei meinen Kolonialwaren und alles. Die haben Eisenmaterial gehabt und alles. Aber die haben dort auch so Fuchsfell, Hasenfell, haben die aufgehängt, wo man den Pilz kaufen kann. Und dann habe ich gedacht, das ist es, das ist es. Wolfsburg, die Wölfe bekommen unser Fell nicht. Die müssen nicht meinen. He. Dann bin ich gerade in den Laden rein, im Trainer. Oder? Hat der Frau gesagt, die bedient hat, gesagt, hört da das weisse Hasenfell da. Kann ich das leihweise etwa für 2 Stunden haben? Wisst ihr, ich bin da mit der Mannschaft, ich will etwas machen, aber nicht gesehen. Dann sagt sie, ja, da müsste ich den Chef fragen. He. Dann sage ich, ja, geht nicht fragen. He. Nachher, nein, das ist nicht wahr. Hört jetzt, hat sie gesagt, ja, also, sie gibt mir das Leihweis. Ich bin nicht sicher, ob wir das tun, das jemand leihen. Die hat mir das gegeben, aber eine Quittung müssen unterschreiben. Sie hat da geschrieben, Kaninchenfell, Leihweise oder ja, unterschrieben. Und so, bin zum Laden ausnehmen und denke, nein, dumme Keib, wir wollen ja das Fell mit zurück auf die Uhr nehmen. Ich muss es kaufen, ich kann es nicht nur Leihweise. Bin ich zurück in den Laden, habe gesagt, was es kostet, sagt sie 25 Euro. Sagt, nein, das können nicht sein. Viel zu viel. Ich habe gar nicht so viel im Sack. Und dann sie dürfen den Preis nicht runtertun. Sie müssen dem Chef sagen, ich rufe dem Chef. Oder? Dann habe ich gesagt, ich würde das kaufen, aber 25 können ich nicht zahlen. Dann hat er eine neue Quittung geschrieben, 15 Euro. Oder? Er hat aus dem Kaninchen viel Schaffell geschrieben, aber das ist ja gleich. Oder? Der Wolf nimmt auch Schaf. Dann bin ich zurück zur Mannschaft, habe die noch, bevor sie ins Bett im Hotel sind, sagen, Öster, was? Ich habe es gespürt, die sind noch nicht parat, aber ich will euch jetzt etwas sagen. Schaut da, die dort draussen, die meinen, die können uns morgen das Fell überkommen. Aber das können wir, das nehmen wir wieder mit, hey, die überkommen unser Fell nicht, ist das klar, oder? Und dann habe ich gut gepfuset, oder? Und in der Garderobe habe ich das Küngelfell eingeschlagen. Nein, wir die dort 3-2 geschlagen und zu tun haben wir das Küngelfell auch wieder aufgemacht. Und nachher habe ich einmal in Bern im Kursaal, dem damaligen Bundespräsidenten, hat mich eingeladen, eben so für einen Motivationsvortrag, oder? Vor den höchsten Schweizer Offizieren und alles. Nachher habe ich gedacht, was kann
kann ich dem bringen? Oder, als, das war ein Berner, das darf man schon sagen, Bundespräsident Schmid und so, habe ich gedacht, ich kann dem kein Wimpel von Thun bringen, wenn ich dann zu GC gehe, das hat man schon gewusst. Und ich dachte, wenn man GC-Wimpel hat, hat keine Freude. So. Dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich das Küngeli-Fell noch gängig im Keller habe. Oder? Dann habe ich das ausgepackt und habe ich dem vor allem am Schluss noch gesagt, so. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie dem Bundespräsident, vor allem vom VBS aus, das Fell auch nicht über die Ohren ziehen. Ist dann gleich passiert. Das ist ein solches Ding musst du jetzt nicht haben. Das ist dir jetzt rausgerutscht. Oder so. Aber das sind so Geschichten, oder? Die kennt man. Aber das ist eigentlich eine verrückte Geschichte. Stell dir vor, die Verkäufer in Deutschland, in diesem Laden, wenn die Ahnung hatten, dass das Feld zuletzt bei der Schweiz beim Bundespräsident landet. Also, das sind wahnsinnige Geschichten. Und eben, wir reisen dann im Rückspiel auch wieder schon. Weißt du, das Küngeli-Fell hat doch keine Rolle gespielt im Match hin oder so, wenn die anderen alles daneben geschossen haben. Aber das ist doch gleich. Vielleicht gibt es eben gleich. Ja. Und so hat die Menge Episoden zu erzählen. So. Das glaube ich. Ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit hätten. Weißt du, kleine Budget, ich habe lieber nur. Ich habe lieber nur, muss ich gerade sagen. Ja. Aber kleine Budget nicht nur negativ, die machen die auch kreativ. Oder? Und ich habe nichts gehört. Wenn der Schiedsrichter abpfeift, spielen nicht zwei Budget gegeneinander. Oder? Dann musst du sagen, jetzt erst recht. Also ich will jetzt nicht von Abpfiff reden, aber was schätzt du, wie viel Zeit ist schon vergangen, seit wir angefangen haben zu schwätzen? Ja, für mich als Trainer, das nützt mir nichts, wenn ihr Halbzeit führen und am Schluss verloren habt. Ich habe eurer Mannschaft gesagt, wenn wir in Halbzeit im Rückstand waren, habe ich immer gesagt, wer interessiert noch das Halbzeitresultat, wenn du am Schluss gewonnen hast. So wird es etwa hier sein. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen Nachspielzeit gehabt. Nein, wir sind ziemlich präzise bei 45 Minuten. Ja, also. Wir sind ziemlich präzise und du hast noch keinen Protest eingelegt. Das, das passiert ja ab und zu mal. Was mich noch wundert, du hast doch ein paar gute Spieler in deinem Kader, in deinem Kader gehabt. Wenn du jetzt zurückschaust, ich weiss, es ist immer schwierig, das zu sagen, aber wenn du sagst, einer der hat einfach der hätte ein bisschen mehr können. Der war ein so Schlitzohr, der war technisch gut, gewesen, der war vielleicht ein bisschen ein Quackli, aber der hätte ein bisschen mehr können als alle anderen. Ja, wenn du noch einen Namen müsstest sagen. Ja, alle erwarten jetzt vielleicht den Lukas Podolski. Er war für mich wirklich ein guter Spieler gewesen, aber rein von der fußballerischen Qualität alles zusammen, so muss ich sagen, der Patrick Helmes ist für mich schon imponierend, was der drauf hat. Und der hat eine ganz grosse Karriere gemacht, wenn er nicht zweimal einen Kreuzbandriss hatte. Ja. Aber er war wirklich ein begnadeter Spieler mit einer Top-Einstellung. Was nicht jemand will, heissen, der Lukas Podolski ist. Im Gegenteil, ich habe ihn ja sogar als junger Spieler zum Captain gemacht. Grosse Hochachtung vor dem Lukas. Und so. Aber die reden jetzt über die fußballerischen Qualitäten. Und ich als so, der Patrick Helmes ist für mich der beste Fußballer eigentlich. Aber Poldi war sicher auch ein spezieller Typ, oder? Ja, aber wir haben es eigentlich... Von dem hast du sicher auch... Natürlich, wir haben es eigentlich gut. Es war eine verrückte Zeit. Der 20-Jährige dann, sein Idol, was da Leibli verkauft war. Er ist ja Weltmeister, nachdem dass ich Trainer war, ist er ja Weltmeisterschaft als bester Jungspieler ausgezeichnet worden in Deutschland. Wir haben ein gutes Einvernehmen gehabt. Zusammen. Er hat mich unterstützt. Er hat sogar gesagt, ich habe ihm Freude am Fußball wieder her. Er war wahnsinnig unter Druck gewesen. Man hat so viel von ihm erwartet. Köln ist schlecht angestanden. Alles hat, ist an ihm gegangen. So, also wir haben eine gute Zeit zusammen gehabt. Wir auch. Wir haben eine super Zeit jetzt gehabt mit dir. Ja, eure Leidenschaftlichkeit ist auch so durch Kabel durch und es liegen nicht wenig auf dem Tisch da. Ja, ich weiss, wir müssen mal kürzere Kabel besorgen. Ich habe es gerade beim Aufbau wieder gemerkt. Das ist ein leichter Kabelsalat, aber ich halt, wenn das nach Garten aussieht für dich. Das ist eigentlich ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur auf einem Sender waren. Das ist nein, nicht möglich. Nein, aber auf ganz vielen Geräten. Hans-Peter Latour, merci viel mal, danke vielmal, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch. Es war anstrengend, aber es hat auch Freude gemacht.